Gute, gute, hallo, moin, moin, bienvenue, herzlich willkommen. Na du, öfter hier? Oh, shit! Oh! Hi, ich bin Zoku! Ich bin ausgeschlafen! Moin, was? Achso, ja, so beginnst du ein Video. Die Leute wollen Gesichter sehen, ey. Moin Giorno, Freunde. Ich mach noch einen geilen Kameraschwenk. Ah ja. Ich hab irgendwie. Hätte man twittern müssen, dass wir jetzt. Hallo, herzlich willkommen zum Moin Moin, ihr habt's schon gesehen. Ich bin da. Und mein guter Freund, Aurel. Du bist bei mir sogar, ausnahmsweise. Ja, vielen Dank für die Einladung. Stimmt, ich bin in Berlin. Dank Aurel. Dank Aurel Originals. Und wir drehen gleich was. Und da dachten wir, warum denn nicht auch gleich noch einen Moin Moin von hier machen, ne, Aurel? Ja. Kommst du ein bisschen näher? Ich glaube, der Ton ist nicht der so gut, Ton wenn du so weit so geil. Weg bist. Ja, aber man, ist noch so früh morgens, ne? Man ist noch ein bisschen müde. Also wenn wir nicht so ganz nah an die Kamera lupen. Ich bin um 4.40 Uhr aufgestanden heute. Ja, ich bin spät aus dem Breisgau gekommen. Aus dem Breisgau. Spät dachte ich, aus dem Breisgau erst angekommen. Ja. Und es war eine spannende Zugfahrt. Ich sag mal so. Superspreader. Nee, tatsächlich, was ich geil finde, ist auch, wenn niemand hustet mehr, weil Leute trauen sich nicht mehr zu husten, ist irgendwie angenehm. Ist in Berlin nicht sowieso Corona vorbei? Ich habe aufs Schlimmste gerechnet, als ich hergekommen bin, dass sofort wieder irgendwo eine Techno-Party am Hauptbahnhof stattfindet oder so, mit Schlauchbooten. Okay, Boomer. Okay, Boomer. Na, wir halten uns hier an die Regeln. Wir sind in Berlin relativ streng, was das angeht. Aber was viel spannender ist, wo sind wir hier überhaupt? Der Lars und ich, wir sind im Prenzlauer Berg. Also, falls ihr im Prenzlauer Berg seid, kommt rum, wir machen hier einen riesen Flashmob, wo wir uns alle umarmen. Nein, natürlich nicht. Wer uns nicht umarmen, kommt nicht rum, bleibt safe, tragt eure Masken und so weiter. Komm, das haben wir jetzt aus dem Weg gebracht. Jetzt zeigen wir euch mal den Prenzlauer Berg, weil hier kenne ich mich nämlich auch nicht aus. Genau, das war nämlich der Sinn des Moin Moins, dass wir so eine kleine Touri-Führung machen. Was ist denn der Sinn des Moin Moins? Keine Ahnung, wir wollten einfach mal wieder zusammen von der Kamera abhängen. Tatsächlich ist es ja fast ein Jahr her, ist mir eingefallen, dass wir so ähnlich rumgelaufen sind. Weißt du noch, auf der Gamescom letztes Jahr? Du warst auf dem Domplatz, am Dom, und da haben wir mit Andreas zusammen Moin Moin gemacht. Jetzt wird die Tradition aufrechterhalten. Wir sehen uns trotzdem und machen trotzdem Moin Moin zusammen. Ach ja, und dafür, wofür habt ihr den Kameramann, habt ihr zu Recht gefeuert, ne? Weil den hat es nicht gebraucht. Wenn ich jetzt sehe, dass das dein rechter Arm auch machen kann. Ja, wirklich. Das sind die Einsparmaßnahmen bei Rocket Beans. Der Lars kommt hier mit so einem kleinen Stativ und dem Handy an und sagt, nee, das ist Moin Moin jetzt. Ja, was glaubst du, wie günstig mein rechter Arm ist? Ja, guck mal, muss ich mal hier mal so sagen. Hier muss irgendwie eine Kindesentführung stattgefunden haben. Weil alles, die letzten Überbleibsel sind irgendwie dieses kleine Dreirad und da hinten liegt noch so ein Rollerchen rum. Ich würde es jetzt auch gerne mal testfahren. Von Ferrari übrigens, hier. Von Ferrari. Oh, sauber. Von Ferrari. Also Ferrari-Sponsor. Oha. Zeige mal, was drauf hast. Oh. Entertainment. Das ist Entertainment. Aurel, ich freue mich, dass du mich mal eingeladen hast zu eure Originals. Läuft ja ganz gut bei euch, ne? Und ja. Eigentlich hätte das letzte Woche oder so schon stattfinden sollen, der Dreh. Ja. Und da konnte ich nicht, weil ich im Urlaub bin. Und da habe ich gesagt, ja, wenn ihr irgendwann mal wieder so einen Dreh habt und so, sagt Bescheid, ich bin jetzt leider im Urlaub. Und dann meinten die so, nee, wir wollen dich für den Clip auf jeden Fall. Für diesen Clip wollen wir dich. Und dann dachte ich mir schon, was ist das für eine Rolle? Was ist unbedingt bei diesem Clip mitspielen sein? Und ich war so gespannt auf das Skript und ich habe gewettet, ich spiele Nazi. Nein! Safe bin ich Obersturmanführer. Also. Nein, meine Freunde spielen keine Nazis. Ja, aber ich dachte, nee, Lars, da musst du auf jeden Fall. Oder es hätte ja auch was anderes sein können. Nein, ja. Es ist halt irgendwie ein Crack-Junkie, Lars, da brauchen wir dich ganz. Nein, ich habe mir natürlich dich gewünscht, weil wir Freunde sind und mir ist eingefallen, dass wir noch nicht einmal für Aurel OG gedreht haben zusammen. Und deshalb wollte ich unbedingt, dass du am Start bist. Und sieh an. Immer wenn ich nämlich mit Freunden drehe, dann ist es nämlich nicht ein Drehtag, dann ist es eigentlich ein Buddy-Tag.
Oh, ja, wir werden jetzt den ganzen Tag eine geile Zeit haben. Du, der Regisseur, der wird sagen, nee, spiel das mal mehr so. Und ich sag, halt die Fresse, Lars spielt's, wie er will. Und dann umarmen wir uns, aber was wir nicht dürfen. Wir dürfen uns nicht umarmen, wir umarmen uns nicht. Wenn wir uns jetzt ausgerechnet hier hingesetzt haben, wo du am Boden sitzt, da hinten sind überall Bänke. Und das ist cool, das ist rough, ey. Das ist Rocket Beans TV. Das ist Berlin, ne? Ja, so sieht er mal. Das ist Berlin. Ne, wenn ich bei euch da immer in Hamburg ins Studio reinkomme, dann sitze ich da immer so ordentlich, ne, mit meiner Krawatte so und ganz vornehm moderiere ich da Moin Moin. Aber hier, wenn ich in Berlin bin, sitze ich hier auf dem Ferrari-Dreirad. In meiner Adidas-Jogginghose. Das ist auch dein Büro hier, ne? Flexen Ring. Und einfach ein bisschen, weißt du, nahbarer, menschlicher. Ja, wir haben, um das mal kurz abzurunden, wir sind ja, wie ist das Corona-technisch? Mit wie vielen Leuten darf man in Berlin jetzt schon wieder sich treffen? Ich meine, wir haben, wie man sich treffen darf, weiß ich tatsächlich gar nicht so richtig. Also es ist, glaube ich, genauso wie in Deutschland. Also es sind ja immer so, man darf doch, es gibt keine Kontaktbeschränkungen mehr. Es gibt keine Kontakt, also im Rest von Deutschland. Aber es gibt keine Kontaktbeschränkungen mehr, soweit ich weiß. Als wäre ich jetzt Gesundheitsminister Spahn, muss ich dir erklären, wie die Regeln in Berlin sind. Es gibt keine Kontaktbeschränkungen mehr, aber man darf sich nur 1,5 Meter nähern. Das haben wir heute schon mehrfach gebrochen. Und deshalb, nee, also nein, du hast mal wieder deine Recherche nicht richtig betrieben. Ich weiß auch gar nicht, warum ich jetzt hier in so eine Rolle gepresst werde, in der ich erklären muss, was die Regeln sind. Wir laufen lieber noch ein bisschen weiter. Oh ja, vor allem, wo es sitzbarer ist. Ey. Ja, nein, aber ich glaube, in Hamburg ist es irgendwie so, du kannst jetzt dich wieder mit 10 Leuten treffen oder so. Der Lars macht hier eine Corona-Show draus. Wirklich, ich dachte, wir sparen uns das Thema, weil keiner kann, also ich meine natürlich, wir halten uns an die Regeln und so weiter, auch beim Set haben wir total strikte Auflagen, aber machen wir uns nichts vor. Es ist einfach ein unangenehmes Thema und das fällt uns allen schwer und es nervt. Ich wollte es auch ganz schnell abkürzen, um zu sagen, wir wissen schon, was wir tun hier. So, das ist Prenzlauer Berg. Ich habe vorhin gesehen, als ich hier angekommen bin, im Prenzlauer Berg, das ist ja früher, als ich in Berlin gewohnt habe, 3-4 Mal im Prenzlauer Berg. Ich war da eigentlich nie unterwegs. Und deswegen ist es mir nicht aufgefallen, aber man sagt doch immer, dass da so viele Kinder rumlaufen, ne? Ja. Und Babys. Und es ist ja wirklich wahr. Ja, ne? Genau. Der Prenzlauer Berg ist so ein bisschen der Familienort. Hier, nee, ich mach das jetzt. Ja. Ich find das geil. Das ist so ein bisschen der Familienort hier. Da haben sich ganz viele Schwaben, haben die ganzen Wohnungen aufgekauft, ne? Und da vermehren die sich hier wie blöd. Kinder laufen hier in Massen rum. Ja. Es gibt hier auch die ein oder anderen, also Bier wird hier auch früh getrunken. Kann ich so nicht zeigen, aber hier ist immer. Ne? Ja, im Prenzlauer Berg wird gepichelt. Viel unverhütet gefickt. Das kann man so sagen, ne? Weil da wird hier wird noch nach Mondkalender verhütet, weil die sind alle sehr esoterisch drauf. Das ist so. Ich habe mehr Kinder und mehr so Kleinkinder gesehen, als ich ausgestiegen bin, als Menschen, wollte ich sagen. Als erwachsene Leute. Das ist auf jeden Fall so. Und dann gibt es im Prenzlauer Berg noch dieses Konzept, was ich noch niemals verstanden habe. Also haltet euch fest, jetzt geht's nämlich richtig ab. Seht ihr das? Ist mal doof, wenn keiner antworten kann. Aber ich werde nie diese, ne, da schmeißen. Was ist nochmal die Message davon? Boah, Jesus, und dann diesen Puppen da auch noch. Jesus, das sieht auch gruselig aus, ne? Alter, diese Puppe, geil. Ja, das sind die Schuhe von entführten Kindern. Ja. Oh Gott. Lieber abgeben, ja, nach dem Spruch. Da reicht's wieder. Da muss man ja ein bisschen Armtraining, ne? Ja. Wir haben heute noch ein bisschen was vor, aber vor allem wollen wir später uns auch noch mal unterhalten. Wir sehen uns ja nicht mehr so häufig, ne? Aurel, das war damals eine harte Zeit, als wir gegangen sind. Wir haben uns vorhin schon so ein bisschen unterhalten. Was wäre aus uns wohl geworden? Kinder, wenn wir uns da hinsetzen mit der Kamera, sind wir wieder die Perversen, ne? Warum ist auf einmal hier alles voll? Das war doch gerade komplett leer. Wollen wir diese verlassene Straße da runterlaufen? Ja, oder sind die Leute drauf, wollen die mehr sehen oder wollen die mehr? Ich glaube, ja. Ja. Ich glaube, sonst hätte man auch einfach zu Hause bleiben können, weißt du? Ja. Also, solange wir nicht rumrennen und das Bild total nervig ist. So, wir laufen jetzt in die, was ist denn das für eine Straße? Die Lettestraße ist die Seitenstraße von der Lettestraße. Ich werde es euch gleich wissen lassen. Da laufen wir rein im Prenzlauer Berg. Könnt ihr mal ein bisschen zeigen hier. So schöne Häuser. Das ist eine sehr idyllische Wohngegend hier. Kriminalität im Prenzlauer Berg ist für Berlin-Verhältnisse relativ gering. Und dementsprechend benehmen Lars und ich uns hier auch sehr, sehr gut. Ja, es ist ja wirklich so ein bisschen dieses viele Schwaben, die hierher gekommen sind, wohlhabende. Ja, hier kommen wir super zurecht, Deutsche. Gell? Hier schwarz hier nur so. Erkennen Sie mir die Brezel? Hallo, machen Sie mir bitte die Brezel. Danke Ihnen, gell? Na ja, ist klar. Du bist ja ein Patenzer.
Ja gut, also wenn, wenn ich Dialekt spreche, ist es meist eine Mischung aus Kurpfälzisch, Badensisch und Schwäbisch. Du bist wirklich Multikulti, gell? Ha, ja, klar, sicherlich, natürlich, das ist schon richtig. Aber immer mit einer gewisse Aggressivität. Ey, aber ist das nicht mehr so, als ich noch in Berlin gewohnt habe, da wurden Spätzle an die Statuen geschmissen und so, da wurden Spätzle auf die Häuser geschmissen, wo man wusste, dass da viele Schwaben wohnen. Ist ja, das ganz noch so eine spannend. Feindschaft? Ja, ganz spannend. Man muss sagen, so vor ein paar Jahren haben wir Deutschen und wir Berliner haben wir gedacht, okay, wir sind noch so richtige Lokalnazis. Mhm. Ich meine, es gibt meiner Meinung nach, Rassismus ist ja an sich schon bekackt, aber dann auch noch auf Regionen das Ganze aufzuteilen, ist wirklich die größte Blamage für die Menschheit. Und ja, aber damals gab es ja noch keinen Rassismus vor 30 Jahren. Damals gab es noch keinen Rassismus. Und das Coole ist, wir haben ja so ein bisschen so einen leichten Fortschritt gemacht. Also wir haben ja jetzt gemerkt, warte mal, wenn ich jetzt schon gegen die Schwaben hier racist bin, dann wird es schwer, alles andere zu rechtfertigen. Und deshalb, ne, sind wir da eigentlich jetzt auf einem besseren Weg, würde ich mal sagen. Aber du fühlst dich richtig wohl in Berlin, hast du erzählt. Oh, Berlin ist, ich liebe. Was macht Berlin so aus, findest du? Diese Gelassenheit. Also weil hier ist jeder Leben und Leben lassen. Es gibt immer den Vorwurf, dass Berlin so total oberflächlich sei und jeder so gesehen und gesehen werden ist. Aber meiner Meinung nach, wenn du jetzt nicht vielleicht in wirklich Mitte Weinmeisterstraße wohnst, dann ist es hier so, hey, mach dein Ding. Du kannst hier entspannt rumlaufen, wie du willst. Jeder hat so eine gewisse Gleichgültigkeit gegenüber. Das verwechseln die Leute dann immer mit so einer Arroganz. Aber es ist einfach nur, hey, ich lasse die Leute in Ruhe, bis sie mit mir sprechen wollen. Und dann sind die Berliner eigentlich total offen, wenn du mit ihnen ins Gespräch kommst. Oder also wirklich die Leute, die in Berlin leben, weil es sind ja viele wirklich einfach zugezogene. Mhm. Und ich finde, also diese Ruhe, diese Stadt ist einfach der Hammer. Und ich glaub, die Ruhe? Ja, ich glaube, guck mal, wir haben so weite Straßen. So, jeder hat eigentlich ziemlich viel Platz für sich, das vergisst man immer. Die Leute denken, in Berlin ist überall Bass, aber die Straßen sind eigentlich total leer. Ja, das habe ich mir letztens gedacht. Oft ist es ja so, dass Leute sagen, ich könnte nicht in Berlin wohnen, weil das meist Touristen sind, die dann halt nur am Hauptbahnhof sind. Ja, genau, die hängen am Schlesi rum. Das ist genauso in Hamburg, ja auch furchtbar am Hauptbahnhof. Ja, genau, klar. Und an sich ist Berlin total entspannt. Und wenn du was erleben willst, kannst du zu jeder Zeit alles erleben, was es unglaublich aufregend macht. Schon, wir laufen schon so lange auf einer Straße und jetzt gehen wir erst runter, weil da vorne mal ein Auto kommt. Und das ist Berlin, wa? Ja, das stimmt. Ich finde, also ich habe Berlin schon auch geliebt, so, ne? Ja. Aber ich muss auch sagen, ich habe, als ich vorhin angekommen bin, liegt vielleicht auch ein bisschen an der Übermüdung, aber ich finde Berlin auch sehr lustig. Ja, ist auf jeden Fall. Ich musste lachen irgendwie. So, weil irgendwie, ich habe dann da so die, keine Ahnung, coolen Hipster-Cafés gesehen und die coolen Werbeslogans überall und so. Ich fand es irgendwie so lustig, weil Berlin sich irgendwie auch so ernst nimmt und ich auch Berlin immer so ernst genommen habe und auch so allen, so meiner Familie immer gesagt habe, ey, Berlin ist total geil und ihr müsst es auch lieben, genauso wie ich Berlin liebe. Ja. Und man hat es so auf ein hohes Podest. Ach so. Und wenn es da oben ist und es so ernst genommen wird, dann ist es auch wiederum so lustig, weil viele Vorurteile auch einfach so stimmen, dass es einfach fucking dreckig ist. Ja, es ist auf jeden Fall, meine Eltern sind ja auch nach Berlin gezogen. Ja. Und ich glaube, am Anfang war mein Vater so, Berlin ist saudreckig, weil wenn du aus Stuttgart kommst, wo alles irgendwie clean as fuck ist, dann ist es natürlich gewöhnungsbedürftig, aber, und das ist halt, das muss man gerade zu dem Viertel, in dem wir jetzt sind, sagen, Prenzlauer Berg ist das sauberste Berlin, das es gibt, hier liegt nichts am Boden, aber klar, wenn man jetzt irgendwie in meine Richtung gegen Kreuzberg steuert, da ist dann natürlich, aber das ist halt das Ding, weil hier gibt es Kehrwoche, oder? Im Prenzlauer Berg bestimmt. Aber das Ding ist halt, wir leben halt auch draußen in Berlin. Das haben wir nicht vergessen. Im Sommer leben wir draußen, trinken hier unsere Biers am Spätis und so. Es findet halt viel draußen statt. Dann bleibt halt auch viel liegen, was natürlich nicht gut ist. Du sagst Bescheid, wenn du nicht mehr mit deinem Arm... Boah, ist unfassbar, ne? Wir müssen uns ein bisschen abwechseln. Ja, machen ne? wir. Oberarm. Ja, das ist also so eine Sache, die ich schon auch feststellen muss, dass Hamburg deutlich verregneter ist als alles andere, was ich so kenne. Und in Berlin waren die Sommer deutlich heißer. Jetzt bin ich natürlich, heute ist glaube ich in Hamburg richtig strahlendes Sonnenwetter. Ich reise dem schlechten Wetter nach. Ja, ich auch. Ich war am Montag in Hamburg, strömender Regen. Wie war es in Freiburg? War ich in Freiburg, da war eigentlich das beste Wetter ganz Deutschlands. Ich komme an, war jetzt 2 Tage in Freiburg, strömender Regen. Ja. Komm zurück nach Berlin, schaut in den Himmel, es fängt an zu regnen. Ich weiß nicht, was es ist, aber... ja, ich habe irgendwie gerade kein Glück mit dem Wetter. Mir geht's ja leider auch so. Ich war ja an der Mecklenburgischen Seenplatte im Urlaub machen und da hat es 10 Tage lang durchgeregnet. Ah, also. Am Flesensee. Es gibt auch noch ein paar andere Seen. Okay, und war schön? Ja. Willst du nicht vom Urlaub reden? Doch, aber irgendwie glaube ich, dass du mir einen Mord anhängen willst. Aha, hast du ich da war was? Nicht am Flesensee. Ja, was wirklich nicht. So, jetzt erstmal ein Aperol Spritz und dann... Oh, ein Spritz im Datter. Oh, ich würde sofort, also wenn wir jetzt nicht drehen würden, würde ich echt sagen, jetzt gehen wir erstmal in Picheln.
Können wir das nicht mal machen, dass wir so eine Tour machen, aber dann einfach nur picheln? Oh ja, so eine Späti-Tour. Ja, ja. Eine Späti-Tour machen wir mal. Einfach mal um 10.30 Uhr wie ein richtiger Berliner leben. Vielleicht nicht live. Komm, wenn wir jetzt holen wir uns einen kleinen Feigling. Heimlich. Erzählen es aber niemandem bei mir am Set. Okay, ja, das machen wir. Okay, suchen wir erstmal einen Späti. Ja, da hinten. Gibt doch an jeder Ecke einen, oder? Nee. Aurel, du musst dich doch auskennen. Das ist doch deine... Ich dachte gerade, hast du mal so ein Ablenkungsmanöver, du wüsstest Bescheid. Nee. Einfach nur dich. Jetzt guck, holen wir uns mal einen kleinen Jägermeister, ne, damit du richtig in Berlin fährst. Und dann, wenn die am Set fragen, ja, warum stinken auch und lassen Alkohol? Dann sagen sie, aber bei mir, das kennen wir von ihm. Ja, wahrscheinlich sind alle seine Freunde. Ja, also auch so drauf. Nein, natürlich machen wir sowas eigentlich nicht, aber ne, wir haben ja nichts zu verlieren. Ja, ey, was machen wir denn jetzt später bei dir? Kannst du da schon mal ein bisschen was? Ja, genau, also falls ihr es noch nicht kennt, Aurel OG, Aurel Original auf Instagram ist. Eine Comedy-Show, die wir mit Funk produziere. Und ja, wir machen zurzeit. Es läuft gut. So der unangenehmste Interviewpartner. Es läuft gut, oder? Ist richtig gut. Nein, also tatsächlich ist es so, Instagram ist keine einfache Plattform für Videocontent. Und wir arbeiten einfach wirklich sehr, sehr hart daran, diese Nuss zu knacken. Und wenn man sagt, es läuft gut, dann muss man sagen, es läuft halt so gut, dass die Sache weitergeht und es verlängert wird. Und es wächst. Und es wächst und wir unsere Stimme finden, unsere Haltung finden. Und da gehen wir jetzt gleich mal hin, das ist ein Comedy-Club, in dem ich öfter auftrete. Oh ja. Und es macht Spaß und man hat das Gefühl, man bewegt in seinem kleinen Kosmos was. Und das ist das Schöne. Und ich muss sagen, ich liebe dieses Projekt und verliebe mich tatsächlich gerade immer mehr in dieses Projekt und habe eine gute Zeit. Und deshalb ist es geil, dass du endlich mal am Start bist. Mhm. Dass es so lange gedauert hat, ist ja schon total frech von mir. Aber das ist ja dann auch immer so ein organisatorisches Ding, weil du dich ja entschieden hast, Berlin zu verlassen. Für immer. Für immer. Warte mal. Ja, nee, da. Nee, warte mal. Der Späti ist... Wo ist der Späti? Also da hinten drehen wir auf jeden Fall. Also hier demnächst? Ist der nee, hier drehen Monkey wir. Nee, keine Ahnung. Ja, doch in der Straße drehen. Ach ja, ich bin nämlich vorhin zu weit gelaufen. Aber dann können wir eigentlich hier, dann gehen wir erstmal hier lang. Ach, auch hier, ich weiß doch auch nicht. Deshalb ist es toll, dass du am Start bist. Wir drehen ein lustiges Drehbuch. Weiß gar nicht, wie viel davon verraten. Naja, auf jeden Fall sagen wir mal so, es ist ein reines Comedy-Drehbuch. Ich will einen Film gucken und will den Lars zeigen, aber sag mal, Lars' Interesse an dem Film ist so lala. Mhm. Und das geht nicht. Und ich spiele keinen SS. Nee, du spielst keinen SS. Also geil, dass du wirklich auf die Idee kommst, dass ich dich für den Nazi besetze. Ja. Als ob ich dir das antun würde. Vor allem dich auch in so die Bredouille bringen, zumindest ein Drehbuch abzulehnen, weil es einfach asozial ist. So eine riesen Blamagerolle für dich. Also, naja, Comedy, Geld darf einiges, oder nicht? Nee, das würde ich nicht machen. Nee. Sag mal, wo haben wir denn hier? Das ist kein Späti. Wo ist denn hier? Weißt du, ein Späti ist? Danke dir. Danke. Oh, das ist aber auch schon... Geht's dir nicht auch noch so, Aurel? Du bist ja jetzt auch total im Instagram-Game und so. Wir sind ja da seit Jahren. Aber ist es nicht auch noch super unangenehm, einfach in der Öffentlichkeit mit einem Selfie-Stick rumzulaufen oder generell eine Story zu machen und so und die Leute gucken einem dabei zu? Nee? Ich sehe mich als Kunstfigur. Also es ist... Ich bin immer ein Charakter. Ja? Ich heiße auch gar nicht. Aber das wissen die Leute ja nicht. Genau. Eigentlich weiß es niemand. Ich heiße ja eigentlich ganz anders. Ne? Ich habe eine zweite Existenz. Nein, leider nicht. Es ist unangenehm, aber irgendwie nicht unangenehm genug. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also ich finde es immer noch wahnsinnig unangenehm. Also wenn irgendwie eine große Kamera mit dabei ist, dann finde ich das nicht unangenehm, weil dann denkt man, ja gut, die machen das sicherlich beruflich. Aber so denkt man immer, ja gut, die wollen irgendwie ihren neuen Pulli promoten und laufen dafür durch die Stadt. Ja, das stimmt auch. Und swipe up for the money. Ja, das stimmt auch. Ich meine, manchmal ist es ein bisschen würdelos, wenn man dann... Oh, hallo, Aurel, du bist in der Live-Sendung gerade. Ja, aber der Arbeitstag schläft nicht. Der Arbeitstag schläft nicht, so ist es leider. Aber es ist immer so, wenn man so, da macht man so eine, macht man so Insta-Stories, ne? Das ist immer so. Weil bei Insta-Stories, wenn man die so draußen immer macht, hält man immer hoch, damit das Licht irgendwie gut in den... Ach, das für Licht, ist für Licht macht man das, oder was? Ich weiß immer nicht, warum man das macht. Ja. Weil man da nicht so in die Nase gucken kann und kein Doppelkinn und sowas. Also ich finde eher mit so einer großen Kamera zurzeit unangenehm, weil ich habe so das Gefühl, dass die Menschen
dass die Menschen die Medien nicht mehr so lieben wie früher. Also ich habe das Gefühl, die sind nicht mehr so wohlwollend, weil die haben immer Angst, dass sie verarscht werden. Und ich meine, heute ist ja auch die Chance groß, dass hier irgendwie einer ankommt und dir eine zimmert, weil du mit einem großen EB-Team rumrennst. Und deshalb, ich spüre da schon oft eine Aggression, die ich mir so nicht wünsche. Bist du schon mal in so eine Situation geraten oder ist es eher eine... Ja, ich habe in Brandenburg gedreht, tatsächlich nach dem Hanau-Attentat, also Anschlag-Attentat, Terrorakt, diesem war eine schreckliche Nacht. Der ganze Drehtag war schon für mich ziemlich hart, weil in meinem Kopf ist so, da rennt einer rum, er schießt irgendwie 11 Leute. Es ging mir da schon eh ziemlich schlecht. Und dann mussten wir auch noch Berlin verlassen. Und wenn man so aus Berlin rausfährt, beginnt recht schnell Brandenburg, was ist relativ rechts da, ehrlich gesagt. Und dann kommt ein Typ angerannt mit seiner Tochter an der Hand und brüllt mein Team an. Warum instrumentalisieren Sie diesen Ausländer? Populisten, ey, Sie instrumentalisieren diesen Ausländer. Kollege. Ausländer. Die instrumentalisieren dich nicht, das ist meine Sendung und wir machen hier keinen Populismus, wir drehen einen Sketch. Und er so, dass du sowas mit dir machen lässt. Und nimmt das so brüllt er einen an und dann, das hat mir auf der Seite weh, dass ich mir dachte, erstens, warum denkt er, dass ich dass ich mich instrumentalisieren lasse, nur weil jemand mit ein bisschen braunerer Haut vor der Kamera ist? Fand ich unglaublich ätzend. Und das hat mir tagelang, ich meine, es war eine schreckliche Zeit dann und das hat er mir eh alles lange zu schaffen gemacht. Aber das hat es noch schlimmer gemacht. Aber das meine ich. Und so solche Situationen sind, wenn Leute irgendwie dann so in deine Arbeit so reinplatzen und dir. Ja, vor allem, weißt du, was ich an der Situation besonders schwierig finde, ist, dass er ein Kind dabei hat. Ja, und dieses Kind er wird ja nach Hause gehen und es dem Kind nochmal in Ruhe erklären, wieso der Papa recht hat. Das Kind ist so hinter ihm hergelaufen. So. Ja, aber sie wird natürlich dem Vater recht geben und nicht Aurel Original. Ja, genau, klar. Ich meine, er zieht im schlimmsten Fall jemanden, der ähnlich dumm ist wie er, aber im besten Fall schämt die sich auch. Wir sind ja auch alle nicht so geworden wie unsere Eltern. Also ich vielleicht schon ein bisschen, aber dein Vater hat ja mal deine Katze am Wald ausgesetzt. Obersturmbannführer, ja. Du hast, glaube ich, noch nie eine Katze am Wald dran ausgesetzt. Nein, hat das Vater nie eine Katze am Wald dran. So, jetzt schauen wir mal, was wir da im Spedi finden. Spedi ist... Soll ich mal reingehen? Ich hole uns was und du willst hier ein bisschen die Leute bespaßen oder was? Ja, also. Guck mal, du bist doch Gast. Ach, Mensch. Hier, setz dich mal hin. Du hast doch nur Angst, dass ich irgendwie einen richtig geilen Schnaps kaufe, ne? Willst du wirklich einen Schnaps? Was willst du denn? Einen kleinen Schnaps. Ja? Ah, wir müssen drehen noch, ein Radler ist zu krass. Ja, gut. Das muss schnell aus dem Getriebe kommen. So Leute, jetzt sitze ich hier. Das ist, die meisten von euch kennen Berlin wahrscheinlich. Aber Berlin, wir haben diese wunderschöne Späti-Kultur, die gibt es glaube ich nicht in jeder Stadt in Deutschland, was immer ein bisschen schade ist. Und da sitzen wir hier am Späti rum, da packen wir so Bierbänke raus und dann kann man halt schön an der frischen Luft abends nach der Arbeit noch ein Bier trinken und ich muss sagen, dass ich liebe das. Also ich liebe es, weil man muss nicht unbedingt in den Laden gehen und auch gerade jetzt in Corona-Zeiten ist es natürlich super, dass man dann nicht in der Kneipe oder so sitzen muss. Das heißt, die Späti-Kultur ist wirklich einer der besten Punkte. Und das Lustige ist, es gibt ja auch so Alleshaber-Spätis, die wirklich irgendwie alle Produkte haben, die man sich vorstellen kann. Mein Späti zum Beispiel hat Gemüse und so weiter und das kannst du dann natürlich auch sonntags und so weiter kaufen und deshalb ist Späti-Kultur wirklich eine der besten Dinge in ganz Berlin. Habt ihr Späti-Kultur in Hamburg? Ja, wir haben ja in schön die großen Jägermeister. Nee, das sind klein. Ah, jetzt sind klein. Also wenn mich reinzeigen, das ist doch alles Mensch. Achso, wir dürfen nicht zeigen oder sponsert. So, es gibt jetzt, lass es jetzt. Nee, wirklich. Ja. Ich bin doch seit 3 Monaten trocken. So richtig dumme Idee, wir werden so schlecht spielen. Also wenn ihr den Sketch dann seht, wundert euch nicht, ne? Wenn wir nicht so gut spielen. Also es gibt schon. Das ist ja wirklich Alkohol. Oh Gott. Hast du dein leer gemacht? Nee. Lass uns dein leer gemacht, mach ich auch. Gibt schon so eine Späti. Bei mir ich vertrag gar kein Alkohol, bei mir sind direkt alle Lampen an. Also, ich weiß nicht genau, wie es bei ihr euch aussieht da drauf. Oh, ist das heftig morgens. Nee, wegen Späti-Kultur, wolltest du ja wissen. Jetzt sind wir wach. Morgens. So eine schlechte Idee. Also nochmal wegen Späti-Kultur. Der Chef vom Späti kam gerade so raus. Kam gerade so raus und sieht, wie wir so hier so trinken. Und nickt da so zu. Jawohl. Das ist richtig. Jawohl, ihr bleibt hier. Ja, meine Jungs, so, da machen wir noch Geschäft. Boah. Naja, jedenfalls wegen der Späti-Kultur. Die Frage, die du mir vor 10 Minuten gestellt hast. Sofort dicht, ja. Antwort. Oh, ich habe ihn angefasst.
Die ist teilweise verbreitet. Es gibt ja so das Schanzenviertel, was ja so ein bisschen berlinerisch noch ist. Und da gibt es auf jeden Fall sowas. Mich würde auch mal interessieren, was so Zuschauerinnen und Zuschauer, man redet immer so viel über Hamburg und Berlin, und viele kommen ja gar nicht aus diesen beiden Städten, ob das so ein Ding ist, das sich auch auf so im Dorf verbreitet, weißt du, dass da auch so dann jetzt ein Späti aufmacht. Das würde mich mal interessieren. Stimmt, so, ich glaube, die haben so einen Kiosk und das hat dann irgendwie zwischen 10 und 14 Uhr offen. Ja. Und wenn du dir da nicht dein Jägi holst, dann ist nicht mehr. Aber das ist ein bisschen, als hätte man jetzt so, weil es so früh morgens ist, als hätte man einfach ein Mundwasser einfach zweimal, dreimal geschluckt. Ja, ne? Ja, aus Versehen runtergeschluckt. Ne? Man kennt's, ne? Die sehen so, man putzt sich die Zähne und denkt sich so, ja, ich bin heute schon später aufgestanden, heute schlucke ich das Mundwasser mal. Und dann startet man auch viel fröhlicher in den Tag. Gibt's Zahnwasser mit Alkohol? Nee, aber Mundwasser ist doch mit Alkohol, oder? Ja. Aber so Zahnpasta mit Alkohol. Ich meine, ich sag mal, man schon gleich morgens einen kleinen Glimm hat, oder? Ja, ich sag mal, die ganz verzweifelten Leute schlagen bestimmt auch beim. Hast du schon mal Zahnpasta geschluckt? Ja, widerlich. Wirklich? Warum hast du das gemacht? Ja, aus Versehen halt. Also nicht absichtlich. Wie schluckt man denn aus Versehen Zahnpasta? Nee, ich hab's sogar mal absichtlich machen müssen, mehr oder weniger, weil ich im Auto geschlafen habe. Als ich in Neuseeland war, habe ich im Auto lange Zeit gelebt. Ach so, okay. Und da wollte ich nicht rausspucken. Und dann habe ich eben das runtergeschluckt. Ich finde das wirklich richtig widerlich. Weißt du, wie das dir geht dabei? Für mich ein klassischer Lars. Ja? So ein klassischer Schluck runter, Lars? Nee, so. Schluck gerne Sachen runter. Nee, das ist so eine typische Geschichte. Ja, ich habe in Neuseeland lange im Auto gelebt. Zahnwasser geschluckt, so. Viel mehr Geschichten habe ich nicht. Neuseeland. Das ist Lars, ne? Das ist die. Das ist Corona. Corona gibt's auch noch. Dorf, nee, Dorf, Stadt, Ding. Wir haben natürlich wahnsinnig viel mehr. Was ist denn jetzt gerade. Ich weiß gar nicht, Lars, wie läuft es hier so auf? Wie öffnest du dich den Leuten? Wie viel wissen die Leute über dich? Vielleicht ist es ja jetzt die richtige Zeit, dass die Leute dich ein bisschen besser kennenlernen. Auch mal überlegen, wer ist hinter der Marke, Lars? Also, ich glaube, wenn die Leute noch ein bisschen mehr von mir wissen würden, dann wären sie ich. Also, wir haben doch schon in so vielen Formaten einfach immer unser komplettes Leben preisgegeben. Schon damals, als wir noch in der Frank Elsner Masterclass waren, haben wir angefangen mit Hangouts, Google Hangouts. Aber damit unser Rekord waren, glaube ich, 6 Stunden waren wir live und haben die ganze Zeit versucht zu entertainen. Natürlich in der Anfangszeit. Und da sind wir jetzt auch nicht viel besser geworden. Wir sind da nicht viel weiter gekommen. Vor allem jetzt nach dem Jägi bin ich eigentlich so ein bisschen so. Boah, ja, das war jetzt so, als hätte man gepiekt. Ne? Das hätte man ganz am Schluss machen sollen. Oh nee, jetzt bist du richtig unangenehm gleich beim Dreh auch sein. Und dann dein Team anschnauzen. Ja, oder immer mal so ein Küsschen geben. Ne? Hier so, ja. Auch mal so, genau, ich schreie die Leute erst an und dann auch immer mal aufdringlich auch sein. Ne? So richtig auch so grapschen auch. Du fängst an, deine Assistentin ist grapschen. Ja. Not gonna happen. Also, jetzt gehen wir mal einen Kaffee holen, oder? Komm, Lars, ich gebe dir einen Kaffee aus. Themenhopper sondern das gleiche. Und ich weiß schon gar nicht mehr, welche Frage du mir gestellt hast. Ach ja, wie viel gibst du denn noch Preis so von dir? Ah ja. Hast du da aufgehört, viel Preis zu geben? Weil wir ja früher nun wirklich alles immer rausgelassen haben. Tatsächlich gibt es mittlerweile Teile meines Lebens, die ich komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit halte. Nee, aber tatsächlich, also ich gebe schon auch auf Instagram, also auf meinem persönlichen Account gebe ich schon viel Preis und so, aber mittlerweile muss ich sagen, so, boah, manches geht die Leute auch einfach nichts an. Und ich habe auch tatsächlich ein paar wirklich creepy Erfahrungen gemacht. Also, dass Leute ein bisschen, ich sag mal, an Dingen. Weil es ist so schwer, weil man will keine. Wie schreibe ich das? Aber ich sag mal, Leute sind in mein Privatleben eingedrungen. Was? Aufgrund von Öffentlichkeit, wo sie lieber hätten nicht eindringen sollen. Weil sonst gibt es Ärger. Nee, tatsächlich, sondern es war einfach nur, also für mich einfach dann nur hochgradig unangenehm und. Also, ich verstehe es, wenn du es nicht ganz ausführen willst, aber vielleicht ein bisschen. Ich raff's nämlich noch nicht. Also, stalkermäßig oder? Ja, genau. Oh. Aber also, jetzt nicht, es ist nicht ganz schlimm geworden, aber es ist so gewesen, dass man sagt, puh, wenn man davon noch ein bisschen mehr bekommt, dann. Vor allem ist es dann ja nicht nur für einen selber gefährlich, sondern das ist ja dann für andere Leute irgendwie doof. Ja. Ja. Und wie bist du... Ich erzähle es dir nachher, kann ich es dir ja so richtig erzählen. Ja. Aber ja. Ja gut, dann lass uns das nicht weiter ausführen, außer vielleicht die Frage, ob es jetzt dann jetzt vorbei ist oder ist es ongoing? Ja, nee, ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher. Aber das ist ja... Es ist ja auch Teil des Thrills. Das ist ja auch geil irgendwie. Nee, ist es nicht. Nee, das ist es nicht. Und deshalb sowieso alles, ich finde, alles muss man jetzt irgendwie so nicht mehr... präsenten, aber
Ja, ansonsten sind wir ja, ich meine, das ist ja auch ein bisschen Teil des Social-Media-Zeitalters, dass man viel mehr von sich preisgibt und das gehört auch dazu. Ich meine, ja. ich muss tatsächlich sagen, viele Leute, mit denen ich so tagtäglich auf Plattformen wie Instagram oder so interagiere, man hat da auch schon noch spannende Konversationen mit den Leuten und ich finde es ein total cooles Sprachrohr, festzustellen, was die Leute denken, was bei ihnen gut ankommt, was bei ihnen schlecht ankommt und auch einfach irgendwie so. Man hat so sein Ohr an der, am Zeitgeist. Ja. Was man früher, ich weiß gar nicht, wie die Leute das gemacht haben. Aber heute habe ich das Gefühl, man hat einfach engen Kontakt zu seinen Followern und Leuten da draußen und das finde ich spannend. Ja, man muss ja auch dazu sagen, auch wenn ich gemeint habe, wir haben viel preisgegeben, ich glaube, wir sind ja trotzdem immer noch so ein bisschen verschlossener als jetzt so diese klassischen Blogger, sage ich jetzt mal, die Blogger, die wirklich dann auch die ganze Zeit das Handy im Endeffekt anhaben und sagen, guck mal, jetzt heute gehe ich hier in den Supermarkt und hier, jetzt habe ich irgendwie, jetzt geht es mir total schlecht aus diesem Grund. Ja. Und dann fangen sie an zu weinen vor der Kamera, weil sie eben alle Emotionen, die sie in sich haben, auch sofort nach außen präsentieren wollen und präsentieren. Und das machen wir ja nicht. Nee, das stimmt. Also da sind wir, und das ist vielleicht auch der Grund, wieso wir jetzt nie diese klassischen Blogger-Fame, also so diese Blogger-Karriere machen. Vielleicht auch, weil wir nicht bloggen. Das liegt auch daran. Naja, sobald du ein Instagram-Foto hochlädst, bist du ein Blogger. Hast du eigentlich. Also, wenn ich dir jetzt. Ich biete dir jetzt. Hier, Life of Lars. Mhm. Ich mache eine Reality-Show über dich, Lars. Mhm. Und ich sag mal, ich und Florentin machen die zusammen über dich. Weil wir kennen dich gut und wir gehen da richtig ran. Ja, ich bin's. Ist das ja, ich stimmt. Ja, ich bin's. Ja, ich ja. bin's. Was viele nicht wissen, Lars hat immer aus Spaß früher, wenn er besoffen war, als wir wirklich keine Sau uns kannte, weil wir auch nichts gemacht haben bisher, sind wir so in Bars besoffen reingestolpert und dann Lars wieder, ja, ich bin's. Das kann mich da nicht erinnern. Ich dachte, das ist doch anders entstanden. Nein, so, ja, wir sind's, ja, ich bin's. Lustig, wie so die Erinnerung in unseren Hirnen einfach in komplett unterschiedliche Richtungen gehen. Ja, doch, da waren wir mal aus. Das ist, glaube ich, zweimal passiert. Ja, gut. Und das ist für mich immer noch legendär. Und ich erzähle das auch Leuten noch. Ja, wir können ja noch in dem Comedy Club fahren. Ne, da kommen wir an die Hauptstraße. Ja, hier machen wir so eine Runde und dann kommen wir da gehen wir so einen Comedy Club noch und dann nehmen wir euch noch fast mit ans Set. Mhm. Hast du den Text gelernt? Ich nicht. Nee, es ist ja nicht so viel. Nee, genau. Ich lerne den auch immer ganz spontan. Also ich habe es mir schon angeguckt. Ich bin schon professionell. Ich habe heute Morgen auch gelesen, aber ich habe hab zurzeit wenig Zeit und da habe ich gedacht, lerne ich lieber am Set. Nö, ich habe richtig viel Zeit. Ich habe das Skript richtig toll durchgelesen. Ich habe viel Zeit und habe es trotzdem nicht gelesen. Ich habe mir das ausgedruckt und aufgehängt. Letzten Wochen nichts anderes gemacht. Naja, auf jeden Fall Life of Lars. Ja, bin ich dabei. Mhm. Life of Lars. Ihr macht da bestimmt was Cooles mit guter Musik und so. Ja, und ich will aber so alles zeigen. Auch so Lars auf Toilette. Mhm. So, Lars und dann auch. Ja. Jetzt mache ich groß und dann gehst du so auf Klo und alle Kameras sind immer dabei. Also, und alles soll immer, es soll den Mensch als gläserne, so dass, weißt du, das muss ja auch im Feuilleton landen, die Berichte darüber. Also, der Mensch als gläsernes Vehikel und dann durchleuchten wir dich quasi und wir zeigen alles von dir. Apropos, gerade witzig so, hey, Alter, hier so ein ehemaliger Bekannter von uns, Aaron Troschke, ne? Ja. Der macht so eine Assi-Sendung jetzt auf Join, die heißt Shame Game. Da macht er einfach so die peinlichsten Sachen, so er lässt sich irgendwie das Arschloch wachsen und so ein Shit. Und das wird dann so begleitet. Das ist etwa, was ich mit dir machen würde. Also, nee, aber so ein kompletter Kack. Und ich denke mir, also, sorry, Aaron, aber ich denke mir so, wozu brauchst das? Und dann kommt so Dagi B mit und die macht es dann bei ihm und so. Und ich denke mir, was ist geworden aus? Ja, also meine erste Reaktion ist, ja, wirklich assi. Meine zweite Reaktion ist, das würde ich mir schon ganz gerne mal reinziehen. Wirklich? Ey, Aaron Troschke sich sein Arschloch rasieren lässt und Dagi B, Alter. Das ziehe ich mir sofort rein. Bleachen. Okay, ja. Nassrasierer. Aaron Troschke lässt sich das Arschloch bleachen. Ja. Und dann irgendwann kommen wir an den Punkt, an dem sowas halt total... total moderne, geile Unterhaltung ist. Dann gibt es ja den Grimme-Preis dafür, der für Tor schreibt, Mega-Sendung. Mega. Ja. Ich glaube, irgendwie so überdrehter, wie die Welt wird, ist es irgendwann soweit, dass sowas dann die elitären Unterhaltungsstandards sind. Aber man weiß. Ja, aber kurz ein Medientalk an der Stelle. Es ist ja auch
schwierig, so zu überlegen, was kann man denn noch machen? So, ne? Was wurde nicht schon gemacht? Ich meine, als wir vor 7 Jahren angefangen haben, haben wir uns auch überlegt, was kann man denn eigentlich noch machen? Und damals haben wir auch schon gesagt, es wurde schon alles gemacht, weil natürlich Jahrzehnte Fernsehunterhalt schon eigentlich so gut wie alles gemacht hat. Deswegen muss alles immer krasser werden und deswegen lässt man sich halt irgendwann sein Arschloch bleachen. Das absolut, sehe ich absolut genauso. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es gibt so Dynamiken. Also die Dynamiken verändern sich. Und das die Leute rennen immer alle zusammen in eine Richtung und alle rennen immer zusammen in die andere Richtung. Das hängt auch ein bisschen so mit dem Zeitgeist zusammen. Ich sehe aber, und vielleicht irre ich mich, aber ich sehe, dass es ein bisschen eine Abwandlung von dieser produktionellen Crazy-Hierarchie gibt. Also ich glaube mal so, es ist nicht mehr notwendig, dass Klaas oder Joko, dass die sich hier die Lippen zunähen lassen und so ein Shit. Ich glaube, ich habe so ein bisschen... Ja, aber letztens ist doch irgendwie, Joko habe ich gesehen, mit dem Helikopter ein Looping, wo ich mir dachte, ja, ihr könnt euch auch einfach umbringen vor der Kamera. Was ist der nächste Schritt so? Ja, aber irgendwie, ich finde, also vielleicht, ich glaube, es ist auch meine persönliche Herangehensweise an das ganze Thema. Ich glaube, man muss diese Überhysterie jetzt mal ein bisschen rausnehmen und schauen, dass bisschen wieder Mehrwert auf Haltung als auf Action legen. Mhm. Aber vielleicht irre ich mich auch. Also nee, aber ich kann, das trifft ja so ein bisschen den Zeitgeist. Also die aktuelle Zeit ist ja erstens so politisiert und so voller Haltung wie schon lange nicht mehr. Also könnte das finde ich eigentlich einen ganz smarten Gedanken, dass jetzt auch Unterhaltung wieder in die Richtung gehen könnte. Ne? Aber es gibt ja auch viele Leute, die das überhaupt nicht mögen. Ne? Gerade auch bei Rocket Beans gibt es viele Zuschauer, die sagen, wenn ich Rocket Beans schaue, will ich keine Haltung hören, da will ich keine Politik hören. Kann ich absolut verstehen. Gibt's viele, ne? Kann ich auch absolut verstehen. Und ich glaube, man muss nicht immer so, alles, was man produziert, muss nicht für alle da sein. Ich glaube aber, dass eine gewisse Intelligenz dann doch allen Leuten gut tut. In Produktionen natürlich ist nicht alles in die Gänge. Ich meine, ganz ehrlich, ich mache so viel Scheiße. Und ich mache, auch aktuell mache ich auch viel Müll. Auch heute ist ein richtiger Müll drin geplant. Nein, heute ist echt, wird cool. Aber es ist manchmal so, man muss auch manchmal irgendwie, auch als Entertainer muss man manchmal unterscheiden, aus welchen Gründen man was macht. Also es gibt Herzensprojekte und es gibt Sachen, die muss man halt machen, weil man muss ja auch irgendwie davon leben und man muss ja auch ein bisschen Entscheidungen treffen, um irgendwie sein. Man muss ja auch, manche Sachen muss man halt machen. Also es ist einfach klar, man arbeitet als Medienperson und man kann nicht jeden Job ablehnen. Aber natürlich sollte man seinen Entscheidungsprozess so weit im Griff haben, dass man nicht Sachen machen muss, die man überhaupt nicht machen will. Ich vermute, dein Arm wird schwach, oder? Ja, so langsam. Ja. Wo ist denn der Comedy Club? Jetzt sind wir, glaube ich, wieder. Ich muss sagen, im Prenzlauer Berg, ich kenne mich so schlecht aus, ich habe nicht die geringste Ahnung, wo wir sind, aber ich glaube, wenn man jetzt. Hier ist der Dreh. Hier ist die Dunkerstraße. Ja, da ist der Comedy Club da unten. Dann gucken wir uns den mal an. Ja. Gucken wir uns den mal an, dann können wir mal gucken. Da habe ich tatsächlich schon sehr viel schlechte Auftritte gehabt. Ja, aber das ist auch ein Punkt, den du anbringst. In der Idealwelt kann man sich immer aussuchen, was man macht, was für Aufträge man macht und so weiter. Und das kann man sicherlich auch irgendwann, wenn du eine steile Karriere hingelegt hast. Aber auch da passieren dir Flops. Ja, auch da. Kannst du es nicht immer absehen. Aber dann irgendwann kannst du sagen, okay, ich mache wirklich nur noch das, worauf ich richtig Bock habe. Und in der Situation sind wir einfach auch noch nicht, ne? Ja, und man muss ja auch so ein bisschen, man muss ja, also ich meine, es gibt ja immer so viele Faktoren. Ich meine, es ist in jedem Beruf so, man würde hier nicht immer das nur selbstreferenziell über die Medien sprechen. Es ist natürlich, man muss seine beruflichen Entscheidungen natürlich auch anhand seiner Umstände treffen. Wenn du Kinder hast, dann ist das Wichtigste, dass du den Leberkäse in den Mund stopfst. Als Vegetarier Leberkäse als einzige Essensreferenz zu nehmen. Gut, ja, Aurel. Warte mal, laufen wir in die falsche Richtung. Ne, wir laufen in die falsche Richtung, oder? Ich glaube, es ist auf der anderen Seite. Wir werden diesen Club nicht mehr finden. War der nicht... Aurel, ich weiß nicht mal, wer ich bin. Lars? Florentin? Tatsächlich, man muss ja, also es gibt berufliche Entscheidungen, muss man ja auch irgendwie auf Basis seiner Umstände treffen, so, da war ich. Und da ist es natürlich, wenn du jetzt Kinder hast, dann nimmst du lieber einen Scheißjob an und schaust, dass es denen dann wenigstens gut geht. Und ich sag mal so, in der Hinsicht bin ich ja noch recht flexibel, du ja nicht mehr, wie ich höre. Weil ich einen Hund hab. Lars hat einen Hund und dieser Hund will... gefüttert werden. Der will tatsächlich einmal die Woche will der schon was essen, dann irgendwann wird er auch wirklich garstig. Das ist einfach nicht falsch hier, ne? Aber diese Straße ist irgendwie so anders. Ich glaube, ist auf der anderen Seite. Komm, Lars. Dass der Comedy Club in der Zwischenzeit geschlossen hat. Ja, der hat geschlossen, der hat jetzt wieder aufgemacht.
ist natürlich auch für so, gerade in den komplexen Zeiten, in denen wir leben, so gerade Live-Geschäft, ist wirklich sehr traurig auch. Gerade der Comedy-Club, ich rede jetzt gerade so vom Mad Monkey Room, natürlich Corona, da leiden die halt heftig drunter. Ja. Das ist ein kleiner Comedy-Club, der von wirklich kleinen Shows lebt. Bei einer Höchstzahl sind ja irgendwie schon 100 Leute, die da irgendwie meistens auf Spendenbasis zahlen. Mhm. Boah, und dann schließt du was wegen Corona und dann hängst du da. Was machen die jetzt? Genau. Und jetzt ist aktuell so, dass die Stand-Up-Szene hier so langsam wieder losgeht. Also man darf wieder auftreten, aber es sind halt extrem wenig Zuschauer da. Mhm. Die Stimmung ist natürlich schlecht. Viele Leute trauen sich noch nicht raus und viele Leute dürfen auch gar nicht rein. Das heißt, es ist schon alles sehr am Krepieren. Und da kann man echt nur hoffen, dass sich die Branche erholt und dass wir schnell aus dieser Nummer rauskommen. Ja, das ist gerade bei Stand-Up ja auch das Problem, dass du es wirklich nicht wirklich im Livestream machen kannst, ne? Sagen ja die meisten Stand-Upper, dass sie nicht auftreten, wenn kein Publikum da ist. Also ich sag mal so, ich habe das schon mehrfach gesagt, aber hier Stand-Up über Zoom, also bitte. Und dann diese Autokino-Nummer. Also ich meine, ich verstehe es, wenn es Leute machen, um irgendwie ihr Businessmodell am Laufen zu halten. Ich persönlich werde nie in einem Autokino auftreten. Es ist einfach, also die Leute hupen ja statt zu lachen. Miep, miep. Das ist der Ersatz für Lachen, die sollen hupen. Wie klingt eine Hupe heutzutage? Miep, miep. Muss dazu sagen, dass ich nicht so gern Auto fahre oder auch nicht so viel. Miep, 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 miep. Wenn, dann fahre ich so mit dem Roadrunner. Ja, ist natürlich eine, sagen wir mal, smarte Idee gewesen für viele. Ne? Also, dass sie trotzdem ein bisschen Einnahmen haben konnten. Absolut. Und ich glaube, ich meine, diese ganze Situation, jetzt muss die Leute ja auch erfinderisch machen. Ich habe so das Gefühl, ein Gedanke, lustigerweise, den ich vorhin hatte, ist, wenn du ein gutes Timing hast und deine Inhalte gut genug sind, brauchst du für TV-Stand-Up kein Publikum. Weil es gibt Fernsehshows wie dieser, wie heißt der? Olli Popper, keine Ahnung, Pocher? Nee, Pocher heißt der, Aurel. Ah, ja. Der ist Oliver Pocher. Ein okay. Ziemlich bekannter Künstler. Künstler? Mhm. Ah ja. Der hat zum Beispiel, der hat sich da seine Lache einspielen lassen. Und meine Überzeugung ist, und dann kann ich auch falsch liegen, meine Überzeugung ist, wenn deine Inhalte und dein Timing stark genug ist, brauchst du das Publikum nicht. Es wäre schön, wenn es da ist, aber ich glaube, es sollte besser ohne funktionieren, als Fake-Lache einzuspielen. Nagelt mich nicht drauf fest, wer weiß, was kommt, aber ich glaube, es muss nicht sein. Ja, ich finde, also man sieht das ein bisschen auch an den US, soll ich abnehmen? Geht noch. An den US-Länder-Shows, die ja jetzt teilweise auch ohne Publikum dann von zu Hause aufgezeichnet haben und so ein John Oliver oder so, der seine Show trotzdem dann ohne Publikum macht. Und es ist schon, obwohl das die gleichen Gags sind, das sind die gleichen Gagschreiber, es ist schon deutlich weirder. Und es ist schon sehr awkward. Aber gerade du, gerade der, weil ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, aber Lars, der hat ja Seriously gemacht. Und das war durchgängig awkward. Echt? Nein, nee. Also ich meine, dein überspitzter Charakter war ein bisschen awkward. Nein, aber das war natürlich auch immer awkward, dass man da kein Publikum hatte, echt? Keine Reaktion hatte. Also ehrlich gesagt fand ich das, weil du auch ein gutes Timing da hattest und so weiter, fand ich das ehrlich gesagt sogar angenehm ohne Publikum, weil ich brauche nicht dieses, manchmal musst du den Leuten, wenn dein Gag nicht stark genug ist, musst du den Leuten sagen, wenn sie lachen müssen oder wenn sie zu lachen haben. Und das ist so und dann lachen die Leute zu Hause wieder mit. Und das ist aber irgendwie so ein Lernprozess, dass die Leute dann anfangen, mal wieder richtig zuzuhören und nicht warten, wann lacht das Publikum, sondern wirklich auf den Gag hören oder auf die Aussage hören. Aber dann willst du die Zuschauer trainieren und das geht nicht. Doch, das geht. Das ist antrainiert. Also ich finde nämlich, ich gucke total gerne Trevor Noah und John Oliver ohne Publikum und Hasan Minhaj und so weiter. Ich brauche das Publikum nicht. Ich finde, das sollte auch ohne funktionieren. Ich glaube, dieses Publikum ist irgendwie nur so eine, das ist eine Angewohnheit von uns, von der wir uns verabschieden können. Klar, bei Live-Stand-Up und so auf einer Bühne, um Gottes Willen, da brauchst du dein Publikum. Aber bei so TV-Monologen. Ja, vielleicht hast du auch da recht, beziehungsweise einen Trend gesehen, weil ja so die aktuellen, erfolgreichen Entertainer sind ja die YouTuber, die natürlich alle kein Publikum haben. Und jetzt wird eine ganze Generation rangezüchtet an Zuschauern, die es gewohnt sind, dass nicht gelacht wird. Gut, dann kommt da vielleicht im YouTube-Video vielleicht ein Ching-Dong oder so, dass sie wissen, dass es lustig ist oder so ein Grillensound oder so. Ich glaube, du nimmst dir das schon auch ab. Also wir haben jetzt unabhängig mal von dem Black Lives Matter Monolog, habe ich so einen Monolog zu Seehofer zum Beispiel gemacht. Und ich finde, der funktioniert ganz wunderbar ohne Publikum.
Also der ist auch auf dem Aurel Original Channel. Klar, ich meine, das ist natürlich mehr Haltung als Witz, aber ein paar Witze sind auch drin. Und irgendwie habe ich da vom Feedback her habe ich das Gefühl, das funktioniert für die Leute. Du brauchst ja nicht dieses... Also ich meine... Ah, genau den will ich. Genau. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Ein bisschen näher, Lars. Machen wir uns nichts vor. Ich glaube, ich habe ein bisschen das Gefühl, das Publikum gerade bei Fernsehshows ist viel für das Ego der Entertainer. Und das ist meistens die falsche Herangehensweise. Hier ist ja im Comedy Club, hat er... Komm mal da rein. Ich hab's mal gehört. Naja, aber weißt du, es ist ein kleiner Laden. Der Mad Monkey Club. Legendäre Mad Monkey Comedy Club. Startete deine Karriere, Aurel? Ich bin woanders aufgestanden, aber es ist natürlich ein bisschen winzig kleiner Club und ich meine, natürlich ist es schwer, in so einer Corona-Krise sowas im Laufen zu halten. Deshalb an alle da draußen, wenn ihr wieder Bock habt und so, dann besucht auch diese kleinen Shows. Es sind ganz wenig Publikum da und es wird auch nicht zu viel reingelassen und es entspricht alles den Auflagen, aber unterstützt die Leute. Also es geht jetzt nicht nur um diesen Club, es geht einfach um viele kleine Clubs, kleine Theater und so weiter. Support them. Ja. Machst du noch Stand-Up dann, wenn es wieder möglich ist? Ja, das ist schön. Stand-Up ist meine absolute. Genau, ich hatte auch vorher keine Zeit. Stand-Up ist so meine absolute Lieblingsbeschäftigung. Das Gute ist, dass es nachts ist. Es ist dann einfach nur schlimm für meinen Schlafrhythmus. Aber da nachts dann so auf die Bühne noch kurz zu pacen und ein bisschen Stand-Up zu machen, ist das beste Gefühl, was man haben kann. Vor allem im Winter, wenn schlechtes Wetter ist und man hat nicht viele coole, positive Einflüsse, weil es regnet und schneit. Dann ist es so schön, da abends so ein bisschen, wie gesagt, fürs Ego des Entertainers ist das Publikum halt einfach wichtig und es tut wahnsinnig gut. Und deshalb, warum um alles in der Welt, ganz ehrlich Lars, machst du kein Stand-Up? Es ergibt keinen Sinn, es ist eine Frechheit, das macht mich sauer. Nein, ich habe tatsächlich nicht viel mit Comedy zu tun, also ja, natürlich interessiert aber ich weiß, so, ja, aber ja. Das ist nicht mein Ding. Ich mache lieber hier sowas. Die Nummer, den mache ich ganz gerne, die wir jetzt auch übrigens so langsam abschließen müssen. Wirklich? Ja. Ja, wir laufen jetzt zurück zum Set. Sehr schön. Und da werden wir aufzeichnen für Aurel Original. Check das mal aus auf Instagram. Jetzt. Jetzt um 11.15 Uhr. Genau, jetzt sind wir auch schon nicht mehr drauf. Echt? Doch. Aurel, vielen Dank, dass du da warst. Hast du noch irgendwas zu pitchen außer Aurel Originals? Oder kannst du die Sachen noch nicht anteasen, die da noch kommen? Ich weiß es gar nicht. Nee, ich tease mal nichts hin. Ich arbeite viel, komm viel, hab euch lieb. Hat mich wieder gefreut, euch zu sehen, liebe Rocket Beans Community. Und ich hoffe, ihr bleibt sauber. Passt auf mich auf. Sauber! Also immer wieder gerne, lieber Aurel. Ich komme gerne mal wieder. Und jetzt werden wir erstmal ein bisschen arbeiten. Ihr seht das Ergebnis auch. Den Yegi haben wir immer noch intus. Den Aurel Originals werdet ihr es sehen, was wir jetzt machen und produzieren. Lasst gerne einen Daumen hoch da. Ist immer ein bisschen wirr, wenn man mit der scheiß Kamera rumläuft. Schreib mal in die Kommis, ob der Lars mal mit Stand-Up anfangen soll. Ja, oder... Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/moinmoin.